Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mafia 3 mit mir. Und wir finden uns gerade hier im Fusco irgendwo. Ich keine Ahnung, was das heißt. Und ja. Kann jetzt echt andersrum. Oh, du bist so ein Opfer. Und versuchen uns hier unseren Weg um den Drogenbaron oder die Drogen zu stoppen. Keine Ahnung, ob es geklappt und gelingt. Bis jetzt läuft es ganz gut. Besser als das andere, aber es ist ja noch Zeit, wie zum Beispiel das hier läuft ja immer. So wie zu, das ist seine Chance. Suche den Fehler. Mal gucken, wer ihn findet. Na, was ist denn da noch passiert? Ja, wenn wir das erledigt haben, wovon ich eigentlich gleich ausgehen werde, dann haben wir da die Möglichkeit, gleich das nächste zu erledigen, denn das ist nicht weit weg von dem hier. Okay. So schnell kann es gehen. Wir brauchen nur noch 1450. Da das hier alles ganz gut und so gut läuft, würde ich sagen, ich mache da noch ein bisschen weiter. Weil da verdienen wir noch schön ein bisschen Geld. Und, ah, ich habe wieder einen Zettel. Ewig nicht gefunden. Ja. Sehr schön. Okay. Mehr. Noch mal kurz Kettefaust irgendjemanden geben und dann weiter geht's. Wie gesagt, das nächste ist gleich hier. Wo sind wir denn? Ach ja, hier wollte ich sagen. Hier. Und auf dem Weg nach hier unten können wir das hier noch erledigen und dann noch einen kleinen Umweg machen, um dann das letzte Drogenlabor auch noch zu zerstören. Hier vorne wird es ein bisschen mehr sein und ein bisschen mehr werden. Da bin ich gerade eben schon vorbeigefahren und es sah nach sehr vielen Personen aus. Echt jetzt? Wo fährt mich das Taxi lang? Ah, okay, gut. Na gut, dann mache ich das mal in die andere Richtung. Ah, jetzt fahre ich wieder falsch. Okay, jetzt habe ich so lange in die Richtung gefahren, bis dann der Weg auch in die Richtung springt. Aber ich glaube, es ist doch ein kleiner Umweg. Hätten wir auf das andere hören sollen, aber gut. So, genau, haben wir 10.000 verdient? Läuft jetzt wieder langsam? Weiß gar nicht, warum wir dort gerade vorher nicht rechts fahren konnten. Habe ich auch gerade gar nicht hingeguckt, um ehrlich zu sagen, aber von hier aus kommt man auch dahin. Und jetzt. Nein, noch eine weiter, sondern hier geht's rein. Ah, genau. Da kommt man natürlich ein bisschen besser dran. Stellen wir es mal hier hin, dass wir nicht ganz so viel Aufsehen erregen. Hab mir jetzt natürlich ein bisschen dann überlegen, ob ich das aus der Richtung aus mache, aber eher lieber nicht. Und da mal hier hinten lang gucken. Ah, die Straße ist hier unten. Jetzt macht's Klick. Und das Nummer, das bringt uns auch nicht dolle weiter. Okay. Gut, dann, ja, machen wir es doch mal aus der Richtung und geben uns da ganz viel Mühe, dass das unten nicht klappt. Ja, wie wär's? Ist die Frau macht nichts und die zwei machen auch nichts. Die sind auch nicht interessant. Das ist eine Privatschule. Also ich habe kein Problem mit der Integration. Ich will nur, dass mein Was zum Geier war das für ein Geräusch? Die öffentlichen Schulen verplempern viel zu viel Zeit damit, schwarze Kinder auf das Mindestniveau zu heben. Und dann kommt mein Sohn langsamer voran, als er eigentlich könnte. Oh, einwandfrei. Die haben ein bisschen Schwachsinn gelabert, deswegen bin ich da ganz hoch drüber, dass die jetzt einfach mal gehen. Okay, sind die alle da drinnen? Ich bin mir nicht sicher, aber... Ah, doch. Da ist einer und das ist einer und... kann man hier reingucken? Nein. Siehst du hier irgendwo ein Willkommensschild?
Wer bist du denn? Wie kommt er denn her? Oh mein Gott, ich habe wieder so überhaupt kein Aim. Okay. Müsste vielleicht doch mal das mit dem Rückstoß ausführen, weil so an sich ist er gerade wirklich sehr bescheiden aus. Er guckt gerade in unsere Richtung und wo ist er denn? Ah, da vorne ist er. Aha. Nein, bitte nicht. Okay. Gut. Warum jetzt? Warum das? Kann man nicht mal einen Molotow-Cocktail, denn wir haben irgendwo noch zwei. Was hier geschrieben ist, ist ein bisschen länger. Okay. Und das ist das. Ach, wir klauen was. Auch gut. Wir brauchen ja das Geld. So wie es aussieht, kommt auch keine Verstärkung. Oh, das hat sich gelohnt. So, hier sind noch so ein paar Taxis, aber die lassen wir alle stehen und rot, die interessieren sich ganz schön. Gar nicht und rennen wir wieder weg. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen wieder ein bisschen Munition, wir brauchen wieder ein bisschen von jedem eigentlich. Deswegen rufen wir erstmal die, die das Geld einsammelt, dass wir nichts verlieren, denn wir haben 30.000 und ein bisschen. Da kommt wieder ein Taxi an. Ach, wie ich sie mag, überhaupt nicht. Ach, da kommt sie. Wo kommt sie denn hergefahren? Sie fährt immer so, als ob sie, weiß nicht. Gerade anfängt mit Pferd. Und ja, mal gucken, wo es hingeht. Wir fahren hier hin und deswegen können wir. Ah, da war ich schon mal. Deswegen rufen wir den mit Waffen an und lassen ihn nochmal herkommen. Ja, da ruft keiner die Polizei an. Okay, ja, erste Munition ein bisschen. Guck mal kurz, ob es da Schrotflinten, da gab es irgendwas. Und zwar Stabilität. Gut, jetzt nehmen wir natürlich weniger Schrotflinten, deswegen guck mal bei Pistolen. Die nehmen wir doch recht oft. Okay, und der Rest eigentlich nicht. Da müssen wir noch ein bisschen was für sie verdienen. Schrotflinten, Automatik, was haben wir da? Da ist auch noch irgendwas, außer die Dinge, die wir nicht wollen. Und langsam sollten wir das holen, was wir kaufen wollen, denn wir haben nicht mehr allzu viel Geld. Gut, lassen wir es erstmal alles sein. Sprengstoff, voll, voll. Also er hat schon tolle Preise, aber er kommt wohl zu uns gefahren und holt das da. Von daher, okay, ich glaube, das war alles. Ja. Da liegen jetzt zwei da, einwandfrei. Also nicht einwandfrei, weil da zwei da liegen, sondern einwandfrei, weil da keine, weil sich dafür kein Schwein interessiert. Wenn wir das machen, dann rennen die immer los und rufen alles an, was zu sagen hat. Na gut, aber eigentlich hätten wir die erste gar nicht gebraucht, weil so viel wir ausgegeben haben. Na gut, ist ja auch egal. Gut, hier ist wieder ein bisschen mehr los und
Das ist keine Tür zum Reingehen. Wir schleichen mal wieder. Nicht, dass uns einer hört. Pfeifen mal. Und einer hat mal was gehört. Mal gucken, ob er jetzt herkommt. Ist nicht gerade der Schnellste, der braucht ein bisschen langsam und hat total viel Zeit. Deswegen warten wir und gedulden uns ein bisschen. Und jetzt kommt er ganz langsam an. Wirklich ganz langsam an. Okay. Einen haben wir geschafft. Pfeifen wir nach den zweiten, die kommen immer recht fix. Naja. Aber das ist auch egal. Er braucht nicht mehr fragen, er weiß es jetzt. Juhu. Na, er hört uns nicht. Überprüft die andere Seite. Komm doch mal an unsere Seite. Riesenmauer, er springt drüber, so ein Idiot. Wer spricht da? Oh, der regt mich auf. Jetzt haben wir die Waffen gekauft. Schade. Das hätte es einen umsonst gegeben. Hätten wir uns ein bisschen... Ah, hier geht's nicht rein. Dam. Da ist er. Hammer. Ja, okay, können weitergehen. Waffen wieder wegpacken. Ah. Falschen Knopf gedrückt, wie so oft passiert. Okay, was nehmen wir jetzt? Komm, wir machen die hier hinten alle tot. Und fahren dann weiter. Das ist wieder so ein Auto, was wir kaputt machen dürfen. Da bin ich mir sicher, ob wir nur ein oder alle töten müssen. Ich glaube, wir werden sich herausfinden, dass Autoverfolgungsjagden liegen mir nicht ganz so. Deswegen lassen wir das mal sein. Geht, glaube ich, so ein bisschen schneller. Und kümmern uns hier drum. Das ist ein ziemlich weitläufiges Areal, aber es ist dunkel und das ist nicht schlecht, weil gab es nämlich mal so ein Ding, so ein Sendeteil und das habe ich da hinten schon mal dran gemacht. Deswegen war ich schon mal hier. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Gut, ist ja auch egal. Ich suche jetzt, oh, jetzt renne ich wieder durch den tiefsten Wald und suche irgendwas, um irgendwie dahinter zu kommen, aber ich glaube, ich bin jetzt völlig falsch. Jetzt komme ich nicht von der Mauer hoch. Ah. Gefühlt bin ich gerade eine Stunde gegangen, aber eigentlich überhaupt nicht weit. Wie kam ich denn damals dahinter? Ja, wie geht's? Scheiß halt die Fresse, du nervst. Okay. Genau, ich weiß gar nicht, ich bin irgendwie hinten lang gegangen, aber ich dachte, dass ich dann mehr durchs Grün durch bin. Aber wie gesehen, ging ja gerade nicht. Okay, da drüben sind ein paar. Und da den Koch dürfen wir erledigen. Ich weiß gar nicht, wir müssen gucken. Oh, er ist schon mal in die richtige Richtung, aber wird nie nichts bringen, denn da warten wir auf ihn. Wo ist der denn? Jetzt kommt jetzt auch hier rum. Ich sehe ihn gar nicht. Komm, wir pfeifen mal. Und er sucht. Aber ich sehe ihn immer noch nicht. Aber er kommt ganz langsam. Er hat ja Zeit. Wir wollen nicht hetzen. So, das war er. Und komm, können wir weitergehen.
Er macht ein bisschen was weg. Es sind nicht mehr viele, nur noch ein paar. Gott verdammt, was war das? Okay, wir gehen jetzt mal wechseln die Position, denn er kommt gerade in die Richtung. Da aber da ein paar waren. Jetzt wird es richtig heftig. Er sagt, nein, jetzt ist schon etwas heiß zu spät. Der ist das, das ist glaube ich ein Unschuldiger. Scheiße, ist das eine Knarre? Jetzt hau ab. Dich mag niemand. Okay, ist einer da oben und die anderen zwei in dem Gebäude? Sieht fast so aus. Ja, wir dürfen nichts machen, aber er kann rumrennen und das... Halt mal die Fresse. Nein, ehrlich mal. Noch viel toller, ihn interessiert das überhaupt gar nicht, was da passiert ist und... Es war nur noch einer und den schnappen wir jetzt natürlich auch noch. Der soll auch nicht zu kurz kommen. Hast du das Geld? Ja, hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, aber... Und... Weg mit dir. Gut. Ja, das kann man mitnehmen. Okay, können wir weitergehen und haben das alles soweit erledigt und alles klar gemacht und platt gemacht, jeden einzelnen. Und da waren es, glaube ich, nur noch zwei. Einmal das hier vorne. Warum? Ach, bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das hier oben müsste auch gehen, dauert nur gefühlt eine Stunde länger. Wir fahren aber gerade aus. Irgendwann müsste dann der Strich schon wieder nach oben springen, um das andere zu gehen. Genau, passiert. So, jetzt regnet es noch ein bisschen, wir fahren durch den Schlamm und alles dunkel und alle, keiner mag uns wirklich hier. Außer hier, hier waren wir schon mal und die haben alle ausgeschaltet. Jetzt noch gute Menschen da. Die uns nicht erschießen möchten. Echt jetzt? Und uiuiui. Muss ich ganz schön quälen, das heißt, so ein starkes Auto. Sind es echt nur die zwei? Ich meine ja. Nein, da hinten ist noch einer. Aber grundsätzlich ist ja echt nicht viel los. Er kann nicht laufen und nachladen? Okay, ja, komm, mehr brauchen wir nicht. Packen wir weg und gehen wir weiter. Oder fahren weiter in dem Fall. Haben noch ein bisschen Geld gemacht. Jetzt haben wir 4000. Vorhin hatten wir ein bisschen was weniger und ja, läuft langsam. Wollen wir das noch machen? Na komm, das machen wir noch. Wieder ein Stückchen zu fahren, aber im Großen und Ganzen. Oh, jetzt können wir die Stadt bei Nacht sehen. War ein bisschen schnell und kurz, aber wir konnten mal so einen kleinen Fleck erhöhen. Haschen, wie das Ganze aussieht. So, sind die vorne brauchen eigentlich auch nichts aufzufüllen, von daher können wir gerne weiter. Und können wir dann später vielleicht nochmal holen, falls wir es denn brauchen sollten, die schusssichere Weste. Aber bis jetzt klappt es so gut, von daher sollte es auch ohne gehen.
Okay, sind gleich da. Ganz, ganz gleich. So quasi bald. Ui, das war knapp. Und da sind wir. Damit aussteigen. Und da sind wir. So rum. Gut, hier ist einer. Steigen wir uns mal anders drum, weil ich denke mal, da kommen wir eher dran. Braucht zwar nicht schleichen, aber naja, schon ein bisschen früh. Mal gucken, was passiert mit denen. Ach, den heben wir von dem Stuhl hoch. Naja, sehen wir schon so netten helfen wir noch gerne hoch. Gut, wo sind die denn die ganzen Vögel? Och nein, Leute, kommt, ich will doch nicht hier, sondern hier hin. Der ist weg. Was haben wir denn hier vernichtet? Wo soll ich denn hier was vernichten? Soll es endlich Schicht wechseln? Ich hab nicht mal zugehört. Viele Stellen zum Nachsehen. Ich werde diesen gefährlichen Arsch finden. Er ist da. Du siehst, deine Schreckensherrschaft endet. Ich glaube, er wollte sagen, hier. Okay. Alles weit erledigt. Alles weg. Haben wir auch noch unsere Munition ist voll. Der Rest ist auch voll. Können wir die Waffe wegpacken. Und, da liegt noch Geld. Das hätte ich fast vergessen. Das holen wir selbstverständlich noch, denn dann haben wir ein bisschen mehr. 5000 und ein bisschen. Gut. Soweit, so gut. Haben das geschafft. Können hinstellen und laufen. Wir können uns hinstellen und laufen. So ist besser. Und rufen mal kurz sie an. Und lassen wir unser Geld einsammeln. Oh, ich habe immer Angst, dass sie uns umfährt. So, schön. Haben wir wieder doch ein bisschen Geld bekommen. Herrlich. Okay. Gut, ja, würde ich sagen, machen wir Schluss an der Stelle, machen im nächsten Video weiter und reden erstmal mit unserem Bär. Und ja, dann gucken wir uns, was uns treibt. Kümmern uns dann warum und dann geht es weiter, dass wir das Gebiet übernehmen und dann halt der Cassandra zusprechen. Gut, in diesem Sinne, du darfst das Video gerne und solltest auch bitte das Video gerne liken. Oder auch nicht liken, als ihr möchtet. Kommentieren selbstverständlich unten, aber dürft ihr auch selbstverständlich mitnehmen. In diesem Sinne, dicken Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Kutschi. Bye.